Hallo Fans und Freunde der Vienna, nach längerer Pause wieder mal ein Vlog-Video hier auf Kammern Vienna, ein Plauderstündchen in einer sehr, sehr schweren Zeit, in einer außergewöhnlichen Zeit, wie es vorher noch nicht gegeben hat, nicht nur im Sport. Es ist einfach ja, schwer zu akzeptieren und ein Umstand, den die meisten von uns betrifft, plötzlich keinen Job mehr zu haben. Eine Situation, die ja auch mich hart getroffen hat. Nach 26 Berufsjahren kein Fotograf mehr zu sein, nach 12 Berufsjahren kein Lehrer mehr zu sein, kein fixes Einkommen mehr zu haben, von anderen Menschen abhängig zu sein, um Geld zu bekommen, um seine Rechnungen zu bezahlen. Auch eine Situation, die unsere Vienna betrifft und zwar hart getroffen hat. Ja, die Entscheidung ist gefallen. Die Meisterschaft 2019-2020 wurde abgebrochen. Kein Meister, kein Aufstieg für unsere Vienna, so sieht es zurzeit aus. Aber kaum ein Verein in Österreich, der so oft totgesagt worden ist, wie der First Vienna Football Club 1894, den ältesten Fußballclub in Österreich, ist immer wieder auferstanden und das sollte uns Ansporn sein, das sollte uns Kraft geben, daran zu glauben, dass es weitergehen wird, denn es muss weitergehen. Auch wir Vienna-Fans, wir können unseren Verein unterstützen, wir können dazu etwas beitragen und dazu möchte ich euch aufrufen. Ich möchte einen Brainpool schaffen, ich möchte Ideen finden, wie wir unseren Lieblingsverein, diesen blau-gelben Kultverein unterstützen können, was wir tun können, um etwas zu schaffen, etwas Neues zu schaffen, diese Veränderung positiv zu überstehen und dann, nachdem diese ganze Krise vorbei sein wird und sie wird früher oder später vorbei sein, davon gehe ich nicht nur aus, sondern das hoffe ich von ganzem blau-gelben Herzen, dann kommt unsere Chance, dann kommt unsere Stunde, diesem Verein zu helfen. Kleinigkeiten reichen hier schon, aber es geht nur gemeinsam. Diese oft strapazierte Floskel, die sollte uns Kraft geben, gemeinsam etwas zu schaffen, gemeinsam weiterzukommen. Was wir machen können, bitte schreibt mir eure Vorschläge. Öffnen wir Diskussionen pro und contra, denn nur unterschiedliche Meinungen, nur Gegensätze können hier helfen, dass wir uns weiterentwickeln, dass sich der Verein weiterentwickelt. Gleichgeschaltenheit, da wird sich nicht viel bewegen, da wird sich nicht viel Neues entwickeln. Liebe Fans und Freunde der Vienna, ich weiß, wie es euch geht, mir geht es genauso. Wir wollten den Aufstieg feiern in diesem Sommer, wir wollten weiterkommen, wir wollten tolle Fußballpartys miteinander erleben und das werden wir auch, aber leider nicht so bald. Die Vienna braucht unsere Hilfe und mit Kammern Vienna möchte ich eine Plattform schaffen, dem Verein einen Rückhalt zu geben, den Rücken zu stärken und ja auch langfristig für uns einen tollen Verein am Leben zu erhalten. Liebe Vienna-Fans, wenn euch dazu etwas einfällt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn wir gemeinsam etwas kreieren, können, dann bitte meldet euch bei mir. Meldet euch auf Kammern Vienna. Ich möchte gerne mit euch die Zukunft der Vienna gestalten. Ich werde bald mit den Vienna Supporters in Verbindung treten, um auch hier Ideen zu schaffen. Ich möchte gerne viele Sachen, die ich jetzt in dieser Zeit umsetzen wollte, die möchte ich weiterverfolgen. Und ja, baldigst euch präsentieren, um euch sozusagen die Vienna wiederzugeben und diese denkwürdige Zeit auch zu dokumentieren, weil das sollten wir nie vergessen, dass wir jetzt in dieser schweren Zeit Vienna-Fans sind und bleiben. An das sollten wir uns immer wieder erinnern und das sollte uns Kraft geben für die Zukunft. Nämlich nicht nur für den Verein, sondern auch privat weiterzumachen, stärker zu werden. Und ja, früher oder später eine glückliche und tolle Zukunft zu haben.
Das ist der Output, den ich euch geben möchte. Auch wenn es mir selber teilweise schwer fällt, zu glauben, wie es positiv weitergeht, so sollte die Gemeinschaft, diese starke Wiener Gemeinschaft, die es immer schon gegeben hat und die es auch immer geben wird und die auch hoffentlich immer größer werden wird, die möchte ich gerne damit stärken. Und diese Stärke, die möchte ich gerne gemeinsam mit euch teilen. Für die Zukunft, was kommen wird, kein Mensch wird es genau wissen. Und vom heutigen Tag an ist es ganz schwierig, das abzuschätzen, wie es weitergehen wird. Aber eines, davon bin ich überzeugt, es wird weitergehen. Liebe Vienna-Fans, bitte unterstützt mich weiter, meldet euch bei mir, versuchen wir gemeinsam diese Zukunft zu gestalten, unsere Vienna zu unterstützen, denn was kommt, was geht, wer bleibt, der Vienna-Fan. Und in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich dir und uns allen alles Gute, gesund bleiben, positiv bleiben und gemeinschaftlich weiterdenken, weiterleben, weiterfeiern. Meine Lieben, come on Vienna und bis bald.